Genau wie ich dachte. Als ich sie zum ersten Mal sah, wusste ich, dieser Herr Rätsel gerne. Handgewebter Teppich zu Luke? Ja. Ja, ich meine, der ist wahrscheinlich aus Kinderarbeit entstanden. Also, das ist doch von Kindern für Kinder. So ein Spielteppich. Wir sollten lieber weiter versuchen, Claudia zu finden, Herr Professor. Ja, warum gehen wir denn da überhaupt rein? So, nochmal zurück zum Leighton-Mobil. Beim Leighton-Mobil gibt es, glaube ich, ein Rätsel. Da gibt es doch eins. Zugbrücke. Doch mehr, als man dachte. Ja, aber am Ende. Aha! Nicht mal das Leitmobil würde über diesen Fluss schaffen, oder? Nun, so sehr ich das gute Stück auch schätze, es ist und bleibt nun mal leider nur ein Auto. Das Auto. Hahaha, Luke, das erinnert mich an ein sehr interessantes Autorätsel. Versuch es doch mal. Wie viel Schadstoßausstoff hat dieses... Schadstoßausstoff. Ja, das ist... und zwar, wie viel Schadstoßausstoff hat dieses Auto an einer Fußgängerüberampel, wenn die wie schnelle Festanzeige kaputt ist? Was? Das Leitmobil des Professors, ganzer Stolz, ist übel zugepackt. Der Professor aber muss unbedingt runter vom Parkplatz. Es ist so eng, dass ich jedes Auto zwar noch vor und zurück bewegen kann, aber nicht mehr lenken. Bewege die Autos mit dem Finger und befreie des Professors roten Liebling. Den roten Liebling. Ja. Nee, den würde ich mal höher. Ja. Aber jetzt weiß ich auch nicht, was man noch machen müsste. Ah, doch, ich weiß es. Ich weiß es. Ja. Nein, ja. So ähnlich, jetzt noch einen zurück. Oder, nee, hä? Was? Oh Mist, klappt ja gar nicht so. Ah, aber jetzt das, dann das. Nee, der kommt da nicht zurück. Aber. Ah. Was bringt mir das? Jetzt kannst du den runter, den da rüber. Hast recht, hast recht. Und dieses Rätsel ist bestimmt in weniger als 31 Zügen lösbar. Unter 10. In 5. Ah, nee, machen wir jetzt nicht. Nee. Nee. Seltsames Bauteil aus dem Auto. Die sind extra rübergeschwommen dafür. Oh, die Speisekarte. Oh, Professor, da habe ich ein verstecktes Rätsel gefunden. Ja, und es gibt nicht mal eine Überleitung. Quadratur der 3. Oh wei. Drei der vier unten abgebildeten Teile A, B, C und D können zu einem Quadrat zusammengesetzt werden. Wir basteln nicht. Nein. Umkreise das Teil, das nicht gebraucht wird. Die Ausrichtung der einzelnen Teile ist beim Zusammensetzen übrigens egal. A ist das klassische Quadrat. Nee, warte mal. Also ich weiß, Moment, dass, Moment, Moment. Also es kann nicht B sein. Es ist doch... Moment mal. A. Nee. A wird eventuell doch so. Es kann nicht A B sein, offen. Aber... Oh, A kannst mal. Du nicht zumachen. Was? Wieso zumachen? Bei A fehlt eine Seite. Da muss doch hier auch noch so eins sein. Nee, wieso? Was? Wieso? Nein, nein, nein. Du sollst sie zusammensetzen, sodass sie ein insgesamt Quadrat bilden. Ach so. Und ich bin der Meinung, wenn man... Ach, ich war wieder bei Falten. Ja, ja. Also ich glaube, ich habe rausgefunden, wie man das Quadrat machen kann schon. Ja, das nicht gebraucht wird. Dass das nicht... Ja, ich habe es, glaube ich, im Kopf gerade schon. Soll ich dir mal einen Hinweis zeichnen? Nee, nee, warte mal. B. Dann A. B, A oder B? B wird unbedingt gebraucht, weil, um ein Quadrat rauszukriegen, bräuchtest du 4 mal 4 von denen. 4 mal 4 sind 16. Das Ding hat 6 so eine Einzelteile, B.
Und die anderen haben jeweils 5. Das heißt, du brauchst B und 2 andere. Und, nein, darf ich? Ich zeig dir das in der Notizfunktion und ich versuch mal A zu malen. Huch, naja, das sollte A sein. Ja, oder so. So, nochmal. Ja, den dünnen. Ich will nur einen dünnen. Das wäre A in dem Fall. Kannst du das noch so halb... Ups. Und da das Stück drin. Genau. So, und dann, was würde jetzt noch fehlen damit? Genau. Dementsprechend... Ist C richtig? Nein! Ja! Ich dachte wieder, anders, jedes kann zu einem Quadrat zusammengesetzt werden, so, außer einem. Und A kann man nicht zu einem Quadrat, bei den anderen habe ich gar nicht geschaut. Aber D und C kann man auch nicht, also B könnte man allerhöchstens noch zu einem Würfel zusammensetzen, wenn man also zu einem Würfel, ja, nicht zu einem Quadrat, das meinte ich. Man könnte es versuchen zumindest. Weil alle anderen hätten ja dann nur 5 Seiten. Entschuldigen Sie die Störung, meine Dame. Aber wir suchen eine entlaufene Katze. Weiße. Eine weiße Katze? Oh ja, die ist auf dem Park zugelaufen. Darf ich fragen, was Sie mit ihr machen wollen, wenn Sie sie finden? Essen! Wir bringen sie zurück zu Baronin Dahlia. Es ist ihre Katze und wir suchen sie für sie. Wollt ihr eine Katze mit bloßen Händen fangen, du lieber Himmel? Das ist schon etwas einfältig. Wieso versucht ihr nicht einfach, sie mit einer Leckerei zu ködern? Was schlagen Sie vor? Ich habe hier noch ein paar alte Fischgeräte, die ihr bestimmt schmecken würden. Fischgeräte? Ich gebe sie euch gerne, wenn ihr vorher ein Rätsel für mich löst. Schweinereien? Oh, das ist das Rätsel, was die auch in der Werbung hatten. 7 heißgekrönte Schweine lümmeln sich im Pferch. Um sicherzugehen, dass sie einander nicht in die Gurgel fahren, hast du beschlossen, sie mit 3 Seilen voneinander zu trennen. Kannst du die Seile so an dem Pfosten befestigen, dass jedes Schwein einen Abschnitt für sich hat? Kein Rüssel und kein Ringelschwänzchen darf in einen anderen Abschnitt tragen, sonst macht ein Schwein Schnapp und schon sind sie ab. Kein Schwänzchen. Ist ja nicht. Ach, das Schwänzchen ist dann noch so. Nein. Aber dann ist es auch nicht mit drin, das Schwein. Also würde ich den wirklich... Nee, es geht auch nicht. Ist auch falsch. Naja, nee, deswegen versuchen wir es mal damit. Nee. Damit. Nee. Ich würde den dahinter noch nehmen. Also den... Ja. Und jetzt noch... Wahrscheinlich den. Und dann passt es gerade so. Den hatten wir doch gerade schon. Nee. Doch? Nee, wir hatten den da drunter dann. Ja, aber, schon. Aber den wollte ich ja gerade nehmen, hast du gesagt? Nein. Nein, du wolltest den nehmen und da hat's den Ringelschwanz abgeschnitten. Nein, den hatte ich doch gerade auch schon mal. Ja, den hattest du auch, aber den habe ich nicht bemängelt. Egal. Juhu! Ich bin sehr beeindruckt. Hier bitte, die versprochenen Geräte. Viel Glück mit der Minze. Mit der Minze? Ist das jetzt auch Minzgeräte. Für die Wohnung? Die Geräte für die Wohnung, ja. Mehr reicht's, genug ist genug. Ich platz gleich aus allen Nähten. Wie eine Wasserbombe voller Wut. Wie bitte, wieso ich wütend bin? Jetzt hört mir mal zu, es gibt 3 Torfköpfe in diesem Dorf und wir können uns nicht ausstehen. Wir würden uns am liebsten nie begegnen, aber Saint Mystère ist ja nicht gerade groß, stimmt's? Und kaum sieht einer den anderen auf dem Weg zur Arbeit, rumpf, schon fliegen die Fetzen. Wieso müssen wir uns nur jeden Morgen über den Weg laufen? Geht das nicht anders? Moment mal, ihr seht aus, als wärt ihr gar nicht mal dumm. Tut mir doch den Gefallen und helft mir, ja? Grandige Nachbarn.
Oh, nee. Zeichne jedem der vier Männer einen Weg zwischen Haus und Arbeitsplatz, indem du die Gebäude mit gleichen Buchstaben miteinander verbindest. Das Problem besteht darin, dass die vier sich nicht leiden können. Ihre Wege dürfen sich darum nicht überschneiden. Um einen Pfad einzuzeichnen, musst du nur ein Gebäude antippen und von dort aus loszeichnen. Mhm. Ja, warum nicht? Ja, eigentlich wäre der kürzeste Weg der sinnvollste. Ja. Aber jetzt muss irgendwie D und B. Nee, das war. Nee, das kann schon nicht mehr richtig sein. Das ist falsch. Warte, ich muss erstmal D und B miteinander verbinden. Dann. Also eins von denen geht gerade durch, aber leider weiß man nicht welches. Zweifel das. Ja. Also ich vermute, eins von den beiden geht gerade durch. Ganz das genau könnte ich es nicht. Richtig sein, warte mal, falsch, war falsch. Kann man das oben drüber schicken? Nee, auch nicht. Nein. Müsste ja. Nee, das geht auch schon nicht mehr. Falsch. Warte mal, wie kann ich den A verbinden, dass es noch einen Sinn ergibt? Hier oben rum ist Quatsch. Das muss irgendwie hier hinten entlang gehen. Ja. Das kann gar nicht wahrscheinlich anders sein. Ja. Das kann nicht anders sein. Das muss darf sein. Einfach nicht. So, jetzt pass auf. Wie könnte man den D lang verlaufen lassen, damit es. Irgendwo. Nee. Aber dann kommt C nicht mehr dann raus. Dann kommt C nicht mehr daraus. Die oben entlang? Ne, oben geht auch nicht. Oder ist hier kein Dings? Ja. Das hilft mir mit C trotzdem nichts. Kann man A noch irgendwie anders verlaufen lassen, sodass. Das C da durchkommt? Nee, aber dann ist ja D wieder das Problem. Also, da überschneidet sich das, aber dann kommt A nicht mehr durch. Das ist echt schwer. Ah, das ist ja A, Entschuldigung. Muss man C irgendwo hinten lang gehen lassen, weil sonst keiner die Idee kommen würde, da hinten lang zu gehen, das wahrscheinlich. Sein, ja. Und genauso A. Dass das auch hinten rum geht. Ja. Jetzt. Jetzt ist aber für B wieder nicht das. B kommt Platz hier nicht dran da. Vorbei. Warte mal. Kann B irgendwo kann oben B lang? Kann B hier außen rum gehen? Aber dann geht's ja da wieder für C nicht durch. Das ist. Ich hasse dieses Rätsel. Ja, aber dann ist C wieder völlig eingekringelt. Kann man A noch woanders lang verlaufen lassen? Wahrscheinlich nicht. Nee, dann sind C und D völlig abgeschnitten. Das ist auch nicht. Ja, Quatsch. Oben drüber? Ja. Aber dann ist auch wieder. Oh, wei, wei, wei. Vergiss nicht was. Keine Hinweismünzen. Wofür ist das hier? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Ja. Das ist. Kann ich es auch gleich runterziehen. Genau. Also entweder muss der B um das D rum oder der D muss um das B rum. Anders geht es ja nicht. Ja, das stimmt. So. Und das erscheint mir irgendwie Unsinn. So. Ja, weil dann kommst du mit C und A nicht mehr durch. Genau, deswegen glaube ich eher, dass der B außen rum muss.
Jetzt ist halt die Frage, wie kommt man mit... Achso, warte. Entschuldigung, nee, jetzt lass, hab ich mich vertan. Das wollte ich nicht. So, dann das. Nee, nein. Das geht nicht, dann kommt einer nein, warte. Mehr durch. Ich glaube, das ist so nicht richtig. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, denn A... Wenn C hier noch durch könnte, könnte man es vielleicht irgendwie so legen, dass... D kann nicht hier außen rum. Das spricht für mich dafür, dass B hier irgendwo außen rum soll. Denn, und ich glaube nicht, dass es hier ist, weil hier zwei Ecken sind. Hier drüben habe ich mehr Platz. Ja. Aber dann kommst du mit A. Dann kommst du mit A lang. Dann da geht C nicht weiter. Und dann, nee. Wäre ja fies, wenn man sogar gar keins von den beiden da irgendwie durchgehen lassen kann, sondern man muss die irgendwie ganz komisch drumrum. Nee, das kann aber nicht sein, weil. Ja. Dann würden sie sich ja überkreuzen irgendwo, das kann nicht sein. Mhm. Es sei denn. Probieren wir es mal. Nein, hier geht nicht. Hier geht nicht. Nee, das würde. Hier oben geht auch nicht. Höchstens hier außenrum, aber dann kommt A. Aber dann kommt A nicht weiter, ja. Das ist falsch. Ja. Aktuell. Das ist anders. Nee, das ist. Das, ich glaube, das. Ah, so. Kann man da was anfangen? Habe ich jetzt was gewonnen dadurch, dass ich hier das Eckchen freigelassen habe? Eigentlich nicht. Ich glaube schon, nö, nicht so richtig. Kann zwar schon jetzt hier außen rum, aber dann ist A wieder abgeschnitten. Dann ist A wieder weg, ja. Das ist. Oh Gott. Ey. Warte mal. Das ist gegen meine Ehre, jetzt hier einen Hinweis zu nehmen. Das sehe ich nicht ein. Was bewirken denn diese Ecken, dass ich nicht hier außen rum kann? Ja. Richtig. Und dieses doofe Ding, also wenn das nicht wäre, könnte man vielleicht irgendwas halbwegs Gutes machen. A muss irgendwo innen durchgehen. Ja. Weil einer muss außen rum, C oder A. Aber wenn A so innen durchgeht, dann kommt nur eins drum rum und das andere nicht. Aber also, das können nicht beide außen rum, das geht nicht. Ja, eben. Einer muss innen irgendwo durch. Ist C völlig abgeschnitten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass C irgendwo anders rum müsste als da oben. Und, aber bei A... Ja, wenn man A irgendwie... Ab hier kommt A eigentlich schon nicht mehr raus. Weil... Ja. Und dann wäre D oder wieder... D kommt nicht ja. raus. Genau. Das ist komisch, ey. Ich sage ja, das Rätsel war nie zu schaffen und ich bestreite, dass irgendjemand das je lösen konnte. Ja. Aber jetzt. Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, wie man. Anders. Die anders. Lass uns mal versuchen, B und D miteinander zu verbinden, ohne dass einer quer geht. Das geht nicht, außer so. Aber dann ist es eigentlich, du könntest genauso gut gerade durchgehen, wie du anders durch kannst. Ich meine, man ist anders. Man ist geneigt, die oder die miteinander verbinden zu wollen direkt. Vielleicht geht das so, aber nicht. Vielleicht muss man die miteinander verbinden direkt. Und müsste dann aber jetzt... Mit B dadurch, könnte man aber mit D auch nicht mehr dadurch. Also. Nee, das kann auch nicht sein, weil jetzt sieht man sich wieder. Man hat nur noch zwei Wege offen. Das ist schon falsch.
Nein, nicht so rum. Ja, Mist. Von unten da. So meinst so. Du? Aber dann... Nee, dann kommt D und C, haben beide nur noch diesen Weg hier oben entlang. Genau. Das kann nicht sein. Was dann, wenn... Nee, aber wenn es... Ja, stimmt. Also das zu versperren ist überhaupt nicht zielführend. Da hinten rum über das B und dann darunter? Nee, das war ja auch nichts, glaube ich. Da macht man ja auch alles Mögliche zu. Also ich bin der Meinung... Irgendwo... Das kann nicht anders sein als so. Ja, aber was kommt dann als nächstes? Wie kann man... Ja, wenn man da drunter geht, dann hat man schon verloren. Also man müsste... Wenn man hier runter könnte, wäre es alles... Ja, das wäre so einfach dann. Nee, wobei wäre auch nicht. Oder nee, auch nicht. Nee. Doch ein Tipp? Ja, ja, gerne. Vielleicht... Aha, B hat übrigens den kürzesten Weg. Sollen wir einfach B miteinander verbinden? Okay, dann verbinden wir B miteinander. Wo könnten wir D überhaupt noch lang schicken, damit das funktioniert? Oben rum geht nicht, außenrum finde ich Quatsch. Nee, geht auch nicht, weil dann das heißt, es ist A blockiert. Also, naja, wahrscheinlich so ja, rüber, so. Dann da unten durch und genau in dem Weg darüber. So, und jetzt muss nur noch C. Das ist schon falsch. C. Das ist doch jetzt schon falsch. Kann man dann... Weil... Ja. Das ist Quatsch, dann ist C eingesperrt. Das ist Quatsch, dann ist C eingesperrt. Und mehr Wege hat A eigentlich nicht. Höchstens hier irgendwie so. Kann man D irgendwo drüber packen und trotzdem mit allen anderen durchkommen? Das geht doch gar nicht. Nein! Zum Glück nicht. Aber warte, kann man noch irgendwas anderes machen und dann trotzdem zu A gelangen? Nee. Jetzt habe ich ja das gleiche wie vorhin, nur andersrum. Aber das geht auch nicht. Aber warte mal, wenn wir sagen, D würde so aussehen, ungefähr so oben lang. Das könnte man an B ändern, damit das doch noch... Nee, das geht ja nicht. Das ist, man kommt ja dann... Kannst du es nur noch rüberlegen, aber dann hat A erst gar keinen Weg mehr frei. Genau. Next. Ja. Schnurgerade, danke. D, ein Umweg über den Norden. Oh. Also doch, so. Ja, muss ja dann. Hilft das irgendwas? Jetzt hab ich's. Also, wir waren hier richtig. Irgendwie. Ja, ja, ich hab's auch. Nein, falsch. Genau. Halleluja. Ja, gut, wir haben das furchtbarste Rätsel bisher geschafft. Die Königin kommt noch. Ja, die Königin. Rette die Königin.